Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei R19 irgendwo in Thüringen. V.3 bei Rad 000, ne? Wir fahren jetzt Richtung Feldmoor 29. Was ich machen kann, wir haben ja den Händler eigentlich, das ist in der Nähe. Und da schicken wir ihm einfach mal hin. Klar, in die Richtung ist kein Kurs, ah, ne? Ja, dann müssen wir Kalk kaufen. Ja, das sind also die. Steht der Baum im Weg, ne? Schlecht. Ich muss auch den Kurs fahren, dass er allein fahren kann. Sonst war das nichts. So. Hat geradeaus zu fahren. Gut, an dem nächsten Punkt, okay. Okay, jetzt fährt er zum Händler, dann ist er fast, fast am Feld 28 da. Dran, fast. So. Ich wollte das Saatgut holen. Brauche auch den Traktor nicht schnellen. Damit man zügig fahren kann, ne? Und da steht mir sonst im Weg umher. Und dann müssen wir schauen, ob wir noch Dünger geholt bekommen. Von globalen Markt. Das Kiemen war zu Schluss. Oder wir speichern ab und machen es dann. Das Problem ist nur, ich vergesse es meistens zu speichern. Das war nicht gut. Der Traktor ist einfach so schnell. Machen wir die Innensicht. Sehen ein bisschen besser. Versuchen wir mal um 70 km/h zu fahren. Die Stelle. Die Kurven. Vor allem der volle Hänger ist ja auch ein bisschen, ne? Ja. Unkalkulierbar, sag mal so, ne? Ja, ich müsste eigentlich einen Wald abholzen, um da wieder bauen zu können, ne? Globaler Markt zum Beispiel. Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht genau, ob es an globalen Markt liegt oder an Outdrive, obwohl ich ja letztes Mal auch selber das Problem hatte mit dem Absturz, ne? Dass er dann automatisch zugreifen wollte auf dem Menü zum Abladen, zum Aussuchen. Und das mochte dann irgendwie nicht. Und dann ging nicht mehr raus. Das hat mit Outdrive nichts zu tun normalerweise. Dass er automatisch drauf zugreift. Vielleicht. Muss ich sehen. Weiß ich nicht genau. Der Kastor streamt ist an einer ungünstigen Zeit, da bin ich nicht da. Entweder vor der Arbeit oder. Ja, oder ich arbeite halt. Ne? Kann man schlecht ansprechen. Das wäre. Obwohl er die Probleme eigentlich im Forum lösen will, aber. Man kann ja oft besser beschreiben, zum Beispiel. Und auf Nachfrage dann ein bisschen genauer. Ja. Nacherklären. Tja, ob sie noch vergessen haben, weiß ich genau. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ich glaube, ich habe schon gesagt. Bin mir noch nicht ganz sicher. So, Saatgut ist da. Gut. Dann müsste Anne schon bald da sein mit Dünger. Der fährt noch. Gucken wir mal, wo er fährt. Ja, hier, das muss er darstellen. Das ist für einen Rechner. Hier Metzger, wollte mal gucken. Was ist hier? Hier ist was? Ball. Ach, hier sind die Tiere. Okay. Da Schrott. Hm.
Das sieht aus wie ein altes Gebäude. Baufällig. Ja. Wahrscheinlich Stromanschluss. Aber hier geht die Heizung. Na, geht ja darum, dass ich mal sehen kann. Ja, hier Tiere auf jeden Fall. Noch Schönes. Gehen wir auf F1. Auch das haben wir geklärt. Hier sind so viele Dinge, ne? Was wir hier alles kriegen könnten normalerweise. Hier vielleicht irgendwo. Ja, nicht. Muss ja irgendwo im Menü auftauchen, ne? Palette, kann was bedeuten, aber kann ich hier Paletten herstellen? Ach ja, genau, kann ich ja. Da muss ich Sägeweg doch machen. Ich gehe mal im Menü rein. Streng links, geh. Kaltflagge. Da haben wir also mehrere. Wir haben mehrere Höfe. Hier könnte man kaufen, pachten. Berechnung. Und hier ist. Das mal aktivieren, ne? Das ist ganz wichtig. Mehr Bäume aktiv, Herdehilfe, Ballen aufschneiden. Ich glaube, ich muss die Produktion erst kaufen. Frage ist nur wie. Geht nie auf. Vielleicht hier? Nein. Weil er nichts anzeigt, ne? Ist schon ein bisschen komisch. Symbole sind da. Hier könnten doch Paletten her. Ja, Wolle vielleicht. Nicht logisch, ne? So, Schafe, Schweine, Buh, Kuh. Na gut. Da haben wir doch schon. So. So, dann fahren wir gleich Richtung Fentenroh 29. Aber Kurs einstellen. Die müssen die Ballen wegbringen. Die Strohheuballen, die muss ich. Die lösen sich bei Regen auf. Ganz vergessen. Die Lageballen macht halt nichts aus. Die sind eingewickelt. Aber die Heuballen, naja, gut. Also ganz kurz. Aber starten werde ich nicht. Weil letzte Folge heute bringt ja nichts, ne? Aber Vorbereitung ist mal da. Ja, Natur und Recht hat zu tun. Ja, dann werden wir gleich LKW schnappen können. Und ja, da kann er die erste Runde mal fahren, ist egal. Und kann vielleicht eine Hälfte erreichen, ne? Kurzgenerierung 29, Vorgewende 2. Kurz generieren. Ansonsten müssen wir hier nochmal vorne nochmal einstellen. So, kurz im Hof. Den LKW schnappen. Ja, das war ein Diesel. Dann müssen wir gleich zum Hof fahren, aber nächstes Mal nicht vergessen, das gleich aufzuladen. Aber die Produktion lässt mir jetzt keine Ruhe. Wahrscheinlich muss ich das kaufen. Aber dann müsste ich auch ein Symbol da sein, ne? Müsste. Muss ich mal
rausfinden. Ne? So. Ich hätte vielleicht Deckel auflassen sollen, machen sollen, dann wäre vielleicht halt noch ein Autoanhänger da. Ich kaufe einen größeren. wo haben wir denn schön die Anhänger? Bei. Hier war da was gewesen, ne? Für Mais und denkst hier Mais. Achso, wegen Luzern, das kann sein, dass nicht funktioniert. Und der kann. 1 bis 20 Meter. Ja. Kann man nicht, muss man nicht, ne? So. Hier sind wir richtig. Anhänger. Volvo aufbauten. Hier war gewinnt für Mix und das und das. Ja, okay. Förderbahnsystem, Ladewagen, Tierhaltung, Fahrtmaschinen. Ballentechnik. Ob das hier drin ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Das geht. Gut. Ist die Konfiguration Lizard. Das sind Bereifung. Irgendwo egal. Die Farbe lassen wir so drin. Das passt schon. Zurück. Da werden wir gleich faul sein, noch einen LKW kaufen. Wir haben was da, ne? Kippe. Einen schnellen 110 km/h. Ja, nehmen wir den mal. So, zurück. Dann können wir den hier schon. Dann können wir den gleich über switchen zum Händler. Kriegen wir auch die ganzen Ballen mit, ne? Wenn der richtige Anhänger ist, kann sein, dass er verkehrt ist. Paletten nicht. Paletten wäre nochmal eine Option, den brauchen wir eh mal, ne? Waterballen. AD, Rundballen. Ja, da geht 72 rauf. Vor allem beim Abladen würden wir nicht verschwinden, ne? Mal wegrollen. Dann hätten wir alles zum Dings fahren, zum Stall. Dass die Fütterung nicht unterbrochen wird. Denn bis hier Gras wächst, das dauert noch eine Weile. Auf unseren kleinen Wiesen. Heu. Das sind jetzt 34. Wir könnten auch 30 Ballen kaufen. Heu. Kaufen. Das wären 8. Kaufen. Das wären 16. Kaufen. Normal. Zurück. Zurück. Was passt noch rein? Genau. 6. Nehmen Sie die Lage mit, ne? So, wir haben Abdeckung haben wir keine. Gut, das macht nichts. Da war ja auch stand da missing, keine Ahnung. Ich bin Englisch nicht mächtig, also ich kann es jetzt nicht sagen, was es war. Wahrscheinlich ohne alles.
Egal. Erstmal haben wir unsere Dinger aufgeladen, Heuballen und Restillageballen. Und das fahren wir jetzt mal zum Kühl. Das muss ja da sein, das Futter, ne? Wäre ja nicht schlecht. Später bei der Ernte können wir sehen, dass wir das entsprechend noch hinkriegen. Dass wir irgendwann mal genügend Stroh, denke ich mal, dürften wir keine Probleme kriegen. Probleme könnte sein, dass wir hier auch genug Heu kriegen, ne? Und bei Heu muss ich mal sehen, es gibt ja garantiert Mods, die auch Luzerne und Klee trocknen können. Das ist ja die entscheidende Frage. Spielt das Wetter mit oder nicht? Das weiß ich nicht. Zumal wir erstmal Klee aussehen müssen. Kleine Felder will ich dazu kaufen. Also rein theoretisch. Also die 14, die 65 wäre dafür geeignet. Als Felder. Die 27, die 26. Ich würde diese großen Felder nicht für. Aber hier werden auch noch ein paar kleine. Hier auch noch ein paar kleine. Das wäre die Möglichkeit, ne? Hier 7, 2, da kann man gut Luzerne machen und so. Auf keinen Fall die großen Felder, da bist du ja nicht glücklich, ne? So, schnell zum Kuhstall. Oh! Speicherleck hat man schön gesagt, ne? Aber das muss immer sein. Und wieder gerettet. L? Aber das geht nicht. Das wäre schön, wenn das entsprechend die Spanngurte funktionieren würden. Ne? Aber keine Ahnung, wie das funktioniert, wie man das machen könnte. Ne? Also ich weiß es nicht. Ich habe mich mit Botten noch nicht beschäftigt. Das ist mir persönlich. Jo. Kostet viel Zeit, ne? Wohl alle innerlich machen. Jetzt fällt meine Ballen nicht. Solange die Zahl unten sehen, das geht alles. Ah, 140 km/h. Ne, 110, ne? Ja, ich wollte ein bisschen nachflügen, aber ich schaffe das einfach nicht. Ah, oh, nächstes Mal vielleicht. Ja, nächste Folge wahrscheinlich, mal sehen. Wenn dann die. Ja, die Flüge wieder arbeiten können. Wenn das Düngen mit durch ist, ne? Aber schauen wir mal, ne? Ich weiß, anfangs mit Eintönig mit Flügen, ne? Das ist ein, ja, muss ja sein, ne? Das ist ja auch nichts. Die Kalkwärme muss auch noch das nächste machen müssen. Dünger wir noch holen und Kalk. Da muss ich sehen, dass ich den globalen Markt irgendwo gebaut kriege, wo ich ihn gut hinstellen kann. Idealerweise hier irgendwo, aber wo? Keine Ahnung. Dann wollen wir gleich gucken, wo ich noch einen Dieselfass kriege. Oh, wenn wir rückwärts hochfahren. Rückwärts wollen wir nicht hochfahren. Wir können vorwärts hochfahren und wir stoßen rückwärts zurück. Wir kommen jetzt am Hof vorbei. Ist ja, und beim Stall ist ja alles. Da ist sehr viel Platz, muss man sagen. Oh, wir haben den ersten Mist da. Ja, das ist gut. Alle da, ja. Alle Ballen. So. Ja, Stroh. Mais-Silage. Ob wir da wieder extra Silo nehmen müssen? Ich habe ja ein paar Mods mit zubekommen, sag mal so, ne? Die man dafür nehmen kann, ne? Also links Prinzip so Mods, die man. Ja, Allrad. Immer hängt in Luft. Mal gleich beenden und wieder schließen. Das ist der für Allrad 7.8, auch für Kursplay, Kurs aufzeichnen. Ist halt so, ne? Da haben wir die Tür nicht zugemacht hier. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche noch allen einen schönen Restsonntag. Ja, nächste Woche geht es hier weiter. Mit Abladen von Stroh
von Heu und Silage. Ja, tschüss. Ciao. Bis dann. Und tschüss.